Ich habe ihn kennengelernt im Krankenhaus. Er war damals Assistenzarzt und ich war Stationsschwester. Für mich war das Liebe auf den ersten Blick. Und dann bin ich eines Tages zu Sabine gefahren und habe vor der Tür gestanden und habe gesagt, so, jetzt hast du mich am Hals. Stütze sieht gut aus. So, jetzt müssen wir alle hier weg. Dann sind wir im Urlaub gewesen und dann in irgendeine Bucht gefahren. Und da war eine kleine Strandbar. Und bei dieser Strandbar kriegten wir für damals 1,50 Mark eine eiskalte Fanta. Und dann sage ich so zu Sabine, wie kriegen die das hier hin zu dem Preis? Und dann sagte ich, ja, mit dem Schiff. Und dann sagt er, siehst du, mit dem Schiff kannst du überall hin. Soll ich sehen, dass du irgendwie hochgehen kannst? Das reicht im Prinzip, wenn du noch einen halben Meter machst. Aber es müsste reichen. Und daraus wuchs die Notwendigkeit, wenn wir ein Schiff haben wollen für große Fahrt, dann müssen wir es selbst machen und da alles vermeiden, was von dem wir wissen, dass es mal Ärger gemacht hat. Michael sagte, nee, er möchte wohl eins bauen. Und da ich wusste, das kann er, haben wir losgelegt. Haben nie damit gerechnet, was das für eine Arbeit ist. Niemals. Und so sieht das Schiff in diesem Zustand aus. Wenige haben dran geglaubt. Aber morgen können wir es ihnen beweisen. Mann, ist das. Ich werde verrückt. Ist das ein Augenblick? Ich werde verrückt.